Hallo Leute, in diesem Video erzähle ich dir die Geschichte eines kleinen Hundes, der von einem hungrigen Adler geschnappt wird. Hat er eine Chance zu überleben? Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Insbesondere bei kleinen Hunden sind die meisten Besitzer überfürsorglich und achten auf jede Kleinigkeit. Genügend Auslauf, nur von der Leine, wenn es absolut sicher ist und so weiter. Doch auf manche Dinge kann man sich einfach nicht vorbereiten, da sie so überraschend kommen, dass einfach niemand mit ihnen hätte rechnen können. So auch in diesem Fall der Familie Newhart aus Bowmanstown, Pennsylvania. Die Newharts sind in ihrer ganzen Nachbarschaft als Hundeliebhaber bekannt, die ihren Hunden ein wundervolles Zuhause schenken und wie ihren Augapfel hüten. Doch auf das waren selbst sie nicht vorbereitet. Wie gewöhnlich spielte ihr 7 Jahre alter kleiner Bichon Frisee Zoe im Garten, als sie plötzlich wie aus dem Nichts angegriffen wurde. All dies ereignete sich im Januar 2018, als Monica Newharts Bruder Felipe Rodriguez Zoe wie immer zum Spielen in den Garten ließ. Doch was dann geschah, darauf war niemand vorbereitet. Felipe selbst wollte sich nach draußen zu Zoe gesellen, als er einen wunderschönen weißköpfigen Adler am Himmel sah. Während er diesen noch bewunderte und über seine Flügel staunte, lief es ihm plötzlich eiskalt den Rücken hinunter. Das waren keine Flügel, das war Zoe! Der kleine Vierbeiner hing tatsächlich an den Krallen des Raubvogels. Der Adler, den er gerade noch bewunderte, verwandelte sich von einem Moment auf den anderen in seinen größten Albtraum. Bevor Felipe irgendwas tun konnte, waren Zoe und der Adler bereits außer Sicht und nicht mehr aufzufinden. Felipe konnte einfach nur dastehen und hinterher schauen, bis er begriff, was gerade geschehen war. Trauer, Angst, Panik befielen ihn. Was war mit Zoe geschehen? Würde sie überleben? Wurde sie eventuell gerade von einem hungrigen Adler verspeist? Keiner konnte es sagen. Die Newharts konnten es kaum fassen, dass ihre geliebte Zoe von einem Adler entführt worden war und auf so tragische Weise sterben sollte. Doch wenigstens ihren toten Körper oder was auch immer davon übrig bleiben sollte, wollten die Newharts zurückbekommen. Über Facebook begannen sie die Suche nach Zoe und teilten ihre Geschichte mit all ihren Freunden. Die Suche fokussierte sich auf den Verlauf des nahen Lake-Flusses, von dem sie glaubten, dass der Adler sich in dessen Nähe aufhalten könnte. Als der Biologe Laurie Goodrich vom Hawk Mountain Schutzgebiet davon hörte, war er nicht allzu verwundert. Bereits in der Vergangenheit hatte es, wenn auch nur sehr selten, ähnliche Fälle gegeben. Doch die Newharts war dies kein Trost, sie wollten Zoe zumindest begraben können und hofften, ihren toten Körper irgendwo zu finden. Viel Hoffnung hatten sie allerdings nicht, doch dann erhielten sie eine hoffnungsvolle Nachricht. Etwa 6 Kilometer entfernt hat eine Frau namens Christina Herman etwas Merkwürdiges auf der Straße entdeckt. Sie dachte zuerst, es wäre nur ein Häufchen Schnee. Doch das, was sie sah, war ein völlig verfrorenes Wesen, das sich kaum noch bewegen konnte. Bei diesem kleinen Geschöpf handelte es sich um keine geringere als Zoe. Gott sei Dank, sie lebte. Ein Wunder, auch wenn sie in einem denkbar schlechten Zustand war. Christina nahm sich Zoe sofort an und brachte sie an einen warmen Ort, fütterte und pflegte sie, in der Hoffnung, dass der kleine Hund es noch schaffen würde. Außerdem machte sie sich gleichzeitig auf die Suche nach den wahren Besitzern des kleinen Hundes, denn sie war sich sicher, dass irgendjemand irgendwo den kleinen Hund vermissen würde. Bei ihrer Suche stieß sie schnell auf das Foto, welches die Newharts veröffentlicht haben. Auf dem Bild erkannte Christina den kleinen Hund sofort und kontaktierte die Newharts direkt. Als die Newharts ihre Nachricht erhielten, konnte keiner fassen, was da gerade geschehen war. Zoe lebte tatsächlich und befand sich praktisch schon auf dem Weg zurück nach Haus. Der Adler hatte Zoe höchstwahrscheinlich einfach fallen gelassen, als er bemerkte, dass sie kein geeignetes Futter war. Es geschehen doch noch gute Dinge in dieser Welt. Welch ein Wunder, dass Zoe zurückgekehrt war, dass nicht nur der Adler sie wieder freigelassen hatte, sondern auch Christina sie gefunden hatte und sie aufpäppelte. All dies war zu unglaublich, um wahr zu sein. Die Newharts konnten ihr Glück kaum glauben und waren gerührt davon, wie viel Hilfe sie erfahren hatten. Die Hoffnung stirbt eben doch zuletzt und Wunder geschehen auch heute noch. Wie hättest du reagiert, wenn du die kleine Zoe am Straßenrand gesehen hättest? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn du diese Geschichte genauso rührend findest wie ich, dann teile sie jetzt mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.